Trine Schmidt aus Dänemark ist das Nonplusultra im Damenrennen der 108. Berliner Six Days. Die Dänin, die eigentlich ihre Karriere schon beendet hatte, deklassiert das Feld und gewinnt am Ende, völlig verdient, das Damenrennen bei den 108. Berliner Six Days. Bei den Sprintern ist es der Berliner Maximilian Levy, der immer noch einen drauflegen kann. Im Ausscheidungsrennen präsentiert er sich in Galaform und legt die Bestzeit aufs Parkett des Berliner Velodroms. Das ist das Schöne, ich habe Spaß und kann es in Leistung ummünzen. Und das ist natürlich für mich eine Riesennummer. Es war nicht immer so, dass es so locker ging. Aber das Training zahlt sich am Ende auch irgendwann aus, ne? Über die Jahre. Und ich kann halt auch mit dem Druck umgehen, als Letzter dann nochmal eine Bestzeit fahren zu müssen. Und ja, wenn das dann klappt, dann kann man sich nicht viel mehr wünschen für so einen Abend. Das ist ja maßgeblich dazu beigetragen, dass die Jungs, die hier auch starten. Man hat im Vorfeld, weiß man natürlich, was sie können. Wenn man sie dann auf der Bahn trifft, schon nochmal was anderes. Wie stark ist die Konkurrenz? Ja, also gerade die Russen, die haben ja am ersten Tag schon ganz schön den Zahn gezogen im Kairin, indem sie halt unterschiedliche Attacken fahren. Also es wird schon noch eine harte Woche. Aber ja, ich bin von der Form her in jedem Fall in der Lage zu antworten. Robert Fürstemann ist da, ihr habt euch eben auch schon gesehen. Worüber spricht man da, wenn man sich hier dann trifft und er nicht dabei sein kann? Ja gut, das war jetzt nur Smalltalk. Wie geht's dir, wie geht's mir? Weil wir haben uns halt das letzte Mal in Bremen gesehen. Und ich bin froh, dass er den Verletzungen entsprechend, dafür finde ich, sieht er ganz gut aus. Schöne Veranstaltung hier, geht um Spaß. Gestern gab es ein Spaßrennen zwischen Herrn Zarella und Herrn Pocher, war aber für einen guten Zweck. Und wie freust du dich darüber, dass die beiden da waren und dass es danach auch ein bisschen Geld für Christina Vogel gibt? Ja, also ich frage immer, das Gelbe Stay Strong, Christina Armband, und es ist am Ende auch wichtig, glaube ich, da kontinuierlich ihr die Hand zu reichen, nicht nur finanziell, auch emotional, glaube ich. Gerade fand das schnellste Rennen des Six Days statt und Sie haben Sie waren beteiligt bei der Siegerehrung. Wir waren beteiligt bei der Siegerehrung, also wir haben sie gemacht. Also er durfte den Champagner überreichen an den schnellsten Mann des heutigen Tages, an Maximilian Levy. Und er ist in einer unglaublichen Form und dass wir natürlich dann auch den Berliner, also der auf dieser Bahn zu Hause ist, dass wir den hier ehren können, das war natürlich eine tolle Sache. Ich komme gleich zu dir, ich muss auch den Herrn Wolfram fragen, was haben Sie hier mit zu tun? Mit dem? Na, das eine oder andere, also wir sind die Wolfram Büro Kommunikation, der technische Ausstatter der Veranstaltung, das seit 23 Jahren, solange wie die Neuauflage hier in Berlin stattfindet. Und seit vielen Jahren ist der Wolfram Champion Sprint, da wo der Max eben gewonnen hat, unser Rennen. Und es ist immer wieder schön, hier in dieser Halle zu sein und dabei zu sein, wie solche Top-Leistungen entstehen. Gibt es auch Preisgeld? Es gibt natürlich Preise, aber entscheidend ist immer, wie gut man in der Zeit davor gefahren ist. Also in dem Feld sind vier Weltmeister, die aktuell Weltmeister sind. Und wenn man keine Meriten hat, dann kriegt man hier auch keine Börse. Aber neben uns haben wir jetzt auch einen Spitzensportler. Sag mal, stell dich mal vor. Komm zu mir. Ja, ich bin Markus Groß, bin Kanute, zweifacher Olympiasieger von Rio 2016, dreifacher Weltmeister, mehrfacher Europameister. Und ich habe heute Maximilian Levy gratulieren dürfen, wie auch schon letztes Jahr. Und freue mich unheimlich, dass ich hier sein darf. Ja, super. Und du bist jetzt im Kanu-Bereich. Interessiert dich das auch, Radsport? Ja, natürlich. Alle Sportarten faszinieren so ein bisschen. Radfahren tue ich selber sehr viel, auch im Training. Natürlich lange nicht auf so einem Niveau wie die Jungs hier. Ich kenne viele von den Jungs auch von der Bundespolizei. Und es ist einfach ein cooles Ambiente, eine geile Party hier zu sein. So was erlebt man beim Kanu-Rennsport nur ganz selten. Warst du auch schon mal selber auf so einem Rad? Auf so einem Rad saß ich mal, aber nicht auf so einer Bahn. Ich glaube, dafür bin ich zu langsam, das will hier keiner sehen. Und das ist auch sehr respektvoll. Also man muss es schon respektieren, ist schon sehr gefährlich. Ja, ich sehe gerade beim Training viele von den Jungs und was die machen, ist schon eine krasse Sache. Also das ist außergewöhnlich. Natürlich hat jeder Sport für sich seine eigenen Sachen, die irgendwie besonders sind, aber die Radsportler mit den riesen Oberschenkeln, das ist was anderes im Kraftraum, das zu sehen. Dafür hast du riesen Oberarme. Ja.
Ja, ich bin mehr im Ausdauersportbereich unterwegs, deswegen ist es nicht ganz so extrem. Wenn ein Oberarm aussieht wie deren Oberschenkel, dann ist es nicht mehr normal. Wie sieht denn dein Training aus momentan? Die Flüsse sind zugefroren. Wie sieht dein Training aus? Also der Fluss von meiner Haustür war bis vor kurzem noch offen, weil es ein Kanal ist. Da fahren Schiffe durch. Und gestern war ich auf der alten Spree paddeln. Dort fahre ich dann mit dem Auto hin, mit dem Boot auf dem Dach, um dort das offene Wasser zu nutzen, weil dort Strömung ist. Also man versucht, das möglich zu machen. Und ansonsten viel Krafttraining, viel Ausdauertraining. Heute früh bin ich selber noch Rad gefahren. Aber natürlich eher Ausdauersport. Also dieser junge Mann ist fleißig unterwegs. Absolut. Ich empfehle jedem, der hier in der Halle ist, sich mal in die Kurve zu stellen. Und zwar direkt dran, um zu sehen, wie steil das hier ist. Und dann weiß man erstmal, was Sie hier für einen Job machen. Waren Sie schon mal mit dem Rad hier unterwegs? Ja, ich hatte schon mal die Gelegenheit, hier und auch auf einer anderen Rennbahn mal zu fahren. Man fängt da ganz bescheiden unten an und dann wagt man sich langsam etwas höher. Aber nicht ganz nach oben in die Kurve. Das nicht. Das reicht ja auch. Aber immerhin, aber wir werden die lange Nacht genießen, die ist heute, die lange Nacht. Wir genießen jede Nacht hier, aber die lange natürlich besonders. Genau, und du auch, ne, oder? Ja, natürlich. Ja, das tust du. Und dann machst du das Training ein bisschen später. Morgen ist Sonntag. Ich habe mir vorgenommen, morgen ein bisschen paddeln zu gehen. Morgen soll das Wetter wieder besser sein. Und ich denke mal, das kann man ein bisschen nach hinten verlegen. Roger Kluge und Theo Reinhardt werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Am Ende des Samstags der langen Nacht des Berliner Sechstagerenns führen die beiden Deutschen nach dem Sieg im Madison und zeigen, warum sie Weltmeister sind. Aber auch die beiden jungen Deutschen im Feld zeigen, dass sie durchaus mitfahren können. Für uns wird das sehr hart werden jetzt hinten raus wahrscheinlich. Wir geben unser Bestes, um da mitfahren zu können, und dann werden wir schauen, was rauskommt. Also die 60 Berlin sind natürlich, ich sag mal, die wichtigste Radsportveranstaltung für Berlin und hier im Hause. Mittlerweile das 108. Rennen, also es waren nicht alle bei uns, aber wir feiern das 21. Mal hier im Velodrom. Und es ist jedes Mal, ich sag mal, erst kommt Weihnachten und vier Wochen später die 60s. Das ist immer ein tolles Erlebnis und für uns sehr, sehr wichtig und ein toller Partner, mit dem wir das hier zusammen machen. Und wie groß ist der Aufwand? Was sind die Vorbereitungen? Wie lange schon? 6 Monate vor? Also die Gespräche und gedanklichen Vorbereitungen, das passiert eigentlich das ganze Jahr, aber ganz konkret, eine Woche vor den 16 kommt dann der Veranstalter ins Haus und die Tribünen werden gebaut und das Haus wird entsprechend vorbereitet für die Gäste. Sind Sie auch selber ein Radsportler? Fahren Sie Fahrrad? Ja, ich fahre Rad, aber natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was die Sportler hier auf die Bahn bringen. Nein, ich bin reiner Freizeitsportler, habe aber natürlich schon mal die Gelegenheit genutzt und auch hier auf dem Oval meine Runden gedreht. Das ist nicht ganz ohne, denke ich mal. Ich würde das auch mal gern ausprobieren, aber ich denke mal, das unterschätzt. Ja, also das ist sehr schwierig, weil die Räder keine Bremse haben und sie müssen sozusagen, das sind immer fortlaufend treten. Und also man schafft das ganz gut, hier auf der Côte d'Azur zu fahren, aber wenn Sie ein bisschen höher wollen, die Kurve, brauchen Sie die entsprechende Geschwindigkeit und das ist schon anspruchsvoll. Aber wir können das ja mal ausprobieren. Wissen Sie denn jetzt, das hatte ich Herrn Stein vergessen zu fragen, wie viele Nationen hier vertreten? Oh, das ist eine gute Frage. Und Herr Stein nochmal. Ja, also mehrere, sehr viele. Also ich weiß, wir haben ja Dänen, Deutsche, Holländer, Tschechen, Polen. Also es ist sehr viel da, aber die genaue Anzahl, da muss ich auch nochmal nachschauen. Das tun wir. Und jetzt heute ist ja die lange Nacht. Ja. Werden Sie die ganze Nacht durchmachen? Ja, natürlich. Also durchmachen in dem Sinne, ich kann ja nicht feiern, sondern ich habe ja auch, sagen wir mal, eine gewisse Verantwortung. Ich bleibe dann bis zum Schluss und schaue, dass die, das ist ja für uns immer wichtig. Also wir müssen ja dafür sorgen, dass die Besucher hier sicher reinkommen, einen tollen Abend verbringen und auch wieder heil nach Hause kommen. Und da freue ich mich dann drauf, wenn dann hier um 2 Uhr nachts Schluss ist, kann ich beruhigt nach Hause fahren und dann gehe ich auch schlafen. Also bis jetzt habe ich jede Highlights genossen. Morgen ist der Family Day AOK. Ja. Darauf freue ich mich auch sehr. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Also das ist ein ganz anderes Publikum. Erstens ist es tagsüber und es sind ganz viele Kinder da. Und morgen werden dann auch entsprechend Hüpfburgen und alle möglichen Dinge aufgestellt. Und für die Kinder ist das eigentlich wunderbar. So kann man die dann auch an den Radsport so ein bisschen ranführen. Ja, vielen, vielen Dank und ganz tolle Location, Ihre Location. Die muss erhalten bleiben, ne? Bleibt sie. Die bleibt immer erhalten. Velodrom bleibt erhalten, ne? Ja. Ist das einmalig so im Boden hinein? Wir sind in Deutschland zumindest noch die einzige Halle, die noch eine fest installierte Radbahn hat.
Also es gibt ja noch das Bremer Sechstagerennen, das sind aber alles mobile Bahnen. Und hier ist es ja so, dass die Bahn fest installiert ist. Und wenn kein Sechstagerennen ist, dann trainiert hier der Berliner Radsport.